So. Hallo aus Mahnsachen. Ja, willkommen zum zweiten Teil des Videos. Jetzt geht es tatsächlich um den Loot. Im ersten Video habe ich ja generell um die Erfahrung gemacht, wie bin ich in Köln angekommen, wie hat das funktioniert mit der Deutschen Bahn. Spoiler, gar nicht gut. Und was sind so die Highlights? Was fand ich auf der Gamescom cool? Ich war halt mainly im Indie-Bereich mit meinen Kollegen unterwegs. Und was sind da mal meine Highlights? Die sind da halt alles im ersten Video. Infobox, Beschreibung gucken, wenn euch das interessiert. Wenn nicht, wenn ihr hier für den Loot seid, dann bleibt im Nimi-Video. Die ersten Sachen kennt ihr schon aus dem ersten Video, aber ich will die nochmal hier reinpacken, weil das gehört irgendwie doch zum Loot dazu. Auch wenn ich es im Prinzip mir nicht gekauft habe unbedingt. Ja, das erste, ich habe es mir eigentlich nicht gekauft. Ich habe gesagt, ich habe es mir verdient. Ich hab gearbeitet auf der Gamescom. Ich habe einen Kumpel getroffen, der möchte VTuber werden und möchte halt Sachen über die Unreal machen. Dem habe ich einiges eingerichtet in der Unreal Engine. Das Debüt steht leider noch nicht fest von ihm. Dementsprechend werde ich hier nichts verlinken. Sobald da was ist und sobald, vielleicht siehst du ja das Video, ich weiß nicht, ob du meine Videos guckst, sobald es da was gibt, sobald Debüt feststeht, haue ich das natürlich unten in die Beschreibung, solange es nicht steht. Soll ja keiner unter Druck gesetzt werden von dem Video, was ich hier mache. Daher, erst wenn es Infos von seiner Seite aus gibt, gibt es Infos von mir. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, das kommt uns echt zugute, weil mit meiner Freundin habe ich ja den Workshop und da gibt es. Dann Kamezin und Purpur und auch Obsidian Flame, da haben wir uns welche geholt. Also auch so ein Display geholt. Und die wird es dann geben. Es gibt leider noch keinen festen Termin. Also, wenn euch das interessiert, generell, wenn ihr Sammler seid von Karten, egal welche Art, sei es jetzt das neue Disney, was rausgekommen ist, sei es One Piece, sei es Yu-Gi-Oh!, sei es halt Pokémon, schaut mal in der Book vorbei. Da gibt es viele, viele coole Sachen. Auch viele, viele coole andere Streamer, die halt Karten und etc. verkaufen. Wir halt dann auch, Cryposaurus. Und sobald was Neues feststeht, kriegt ihr das mit auf Vogue oder auf Instagram halt auch alles unten verlinkt im Linktree. Sucht euch das raus, wie ihr das braucht. So. Das nächste, was ich halt gewonnen habe, ich habe zwei Sachen gewonnen. Das ist eine davon. Ich habe nämlich, generell gab es das bei dem One Punch Man Stand, das habe ich im ersten Video auch gezeigt. Es gab halt einfach zu gewinnen einen Fächer und eine Maske. Es gab eigentlich ursprünglich noch viel, viel mehr, aber die waren direkt am Samstag eigentlich schon alle ausverkauft oder ja, ausgewonnen. Ja, Maske und Fächer. Mal hier. Da sieht man es besser. Wen es interessiert, One Punch Man World. Mehr zum ersten Video und ich habe hier einen QR-Code. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Coole Sache. Ich feiere die Maske irgendwie. Ich finde die cool. Ich weiß nicht, habe ich manchmal Spaß. Man müsste halt nur Augenschlitze haben. Es ist halt wirklich eine reine Papiermaske. Oder eigentlich nicht Papier, ist Plastik, aber man kann halt nicht durchgucken. Wo packe ich eigentlich hin? Ich packe dich da hinten hin. Und ich habe in der Lotterie noch was gewonnen. Komm her, ich will den jetzt kaputt machen. Ich habe ein schönes Poster gewonnen. Ist doch voll sweet. Geht das so? Das passt so. Das muss so gehen. Eigentlich ein voll sweetes Bild. Ich habe zwar keine Ahnung, aus welchem Anime. Ist wahrscheinlich Romance oder Slice of Life. Vielleicht wisst ihr, was das für ein Anime ist. Ich könnte es ja googeln. Ich war jetzt nur zu faul dazu. Also steht hier unten in Japanisch. Vielleicht kann auch einer Japanisch oder so. Oder kennt den Anime oder den Manga. Das ist super süß. Ich glaube, ich werde mir das auch irgendwo aufhängen. Ich habe hier hinten, ihr seht es halt nicht, ich habe hinten an der Wand noch eine weiße Stelle. Ich habe eine weiße Wand, da ist noch nichts drin, da kommt das hin. Und ja, das kommt da hin. Ich habe auch in der Jujutsu Kaisen Kiste, ich habe da mal kurz reingelunzt, da ist dann auch mindestens ein Poster, das wird da wahrscheinlich dann auch hinkommen. Oder halt an die Schrankwand, da hängt ja auch noch ein bisschen, da hängt noch ein Appleboard. Übrigens, wer kennt Appleboard Picture noch? Das ist uralt. Ich habe da ein Poster auch noch, oder ich hänge es da dazu. Da ist ja auch noch Platz. Ich finde Platz für Poster. Ja, das habe ich halt gewonnen. Fand ich super sweet, das Bild. Ja. So, kommen wir tatsächlich zu dem Zeug, das ich mir gekauft habe. Das erste kennt ihr auch noch. Das hatte ich auch im ersten Video gemacht, aber den will ich auch nochmal zeigen, weil der Dude einfach super cool ist. Ich habe hier einmal Sticker und eine CD von Wallboy. Sagt, wenn ihr so Bitmusik, so 8-Bit-Musik feiert, schaut euch den Typen an. Ich schaue auch seine Sachen nochmal unten in die Beschreibung und guckt da mal vorbei. Der macht halt echt coolen Stuff. Ja, habe ich schon ein Autogramm, aber das sieht man halt so gar nicht. Vielleicht packe ich das auf Instagram oder so, wo man es einfach nochmal schöner sieht, weil ich habe echt eine scheiß Kamera. Sollte ich vielleicht mal, wenn ich jetzt öfters mein Gesichtsviereck zeige, da mal vielleicht was investieren, das nicht ganz so schlimm ist. Dass man auch was erkennen kann. Okay. Das, was euch interessiert, ist wahrscheinlich der hier. Der Genshin. Oder der Hoyoverse eigentlich. Ich habe Genshin-Zeug gekauft, aber es ist ja von Hoyoverse. Ich habe dort auch eine Wundertüte gekauft und halt einen Acrylstand. Ich werde das in die Kamera halten, aber ich werde am Ende
noch mal ein paar schönere Bilder mit meinem Handy machen. Das macht eigentlich ganz gute Bilder, wenn die aufgestellt sind. Ich zeige jetzt einfach nur die Zoom-Sachen. Das ist, glaube ich, ein guter Schluss. Einfach noch mal so. Wenn ihr ganz zum Schluss bleibt, seht ihr die tollen Sachen noch mal in einer schöneren Qualität, wie das, was meine Webcam kann. Den hier habe ich mir so gekauft. Eine süße Katzenmaus. Ist super, super cute. Und dann habe ich mir eine Wundertüte gekauft. Und dann gab es auch zwei Sachen drin. Ich habe mir eine kleine Wundertüte gekauft. Einmal diese nette Dame. Ich lasse das mal mit dem Namen, weil ich kann die eh nicht aussprechen. Und ein kleines, knuffiges, hungriges Etwas. Das hier übrigens, falls du das siehst, Yami, das ist deins. Ich habe es dir schon geschrieben. Du wolltest ja was haben von Genshin. Ich habe mir gedacht, das ist super sweet und cute. Das kriegst du. Wenn du es nicht siehst und meine Nachricht ignoriert hast, kriegst du es trotzdem. Ich habe es dir ja versprochen. Wie gesagt, die beiden stelle ich nachher auf und mache dann nochmal schönere Fotos. Einfach auch nochmal, dass das Licht besser ist und dass man das einfach schöner sieht, weil ja, Kamera ist halt echt nicht so geil. Auch das Letzte, was ich euch zeige. Also, wir gehen erst in die Wundertüte rein. Ich zeige euch dann noch ein paar Figuren. Ich habe mir zwei Figuren wieder gehofft. Ich konnte es nicht lassen. Ich hab nicht so viele Figuren, aber ich finde die Figuren halt einfach nice. Die zeige ich euch zum Ende. Und die packe ich dann auch nochmal als schöneres Footage hinten dran, ganz zum Schluss als Endcut oder so. Und dann seht ihr das einfach in schöner. Wir gehen jetzt an die Wundertüte, würde ich mal meinen, weil ich habe halt, wie gesagt, nicht so viel gekauft. Ich habe mein ganzes Geld für Wundertüten ausgegeben. Wir haben hier nämlich eine. Oh, die hat zwei verschiedene Seiten. Ich wollte da sagen, hätte es war irgendwie eine andere Tüte. Ich hätte die gekauft, weil ein dicker Goto drauf ist. Einmal ganz quer übers Bild. Ich habe die gekauft, weil ich das Bild cool fand. Und weil Jujutsu Kaisen einfach bei mir genial ist. Momentan absoluter Lieblingsmanga oder Anime von mir. Leider bin ich nicht aktuell mit Manga. Aber das ist auch echt eine coole Tüte. Die wird auch noch ihren Platz finden. Wie mache ich das jetzt am cleversten? Denn so sehe ich halt auch nichts. Ich mach das hier an die Seite. Warte mal, so geht das doch. Ich packe meine Bank ein bisschen näher, packe mich mehr zur Seite. Und dann ziehe ich da einfach Sachen raus, wenn ich rankomme. Ich hab was. Ich hab was. Keine Ahnung, was es ist. Es könnten Karten sein. So Tarotkarten oder sowas? Ich würde sagen, ich habe irgendwo ein Messer, da gucken wir einfach mal rein. Irgendwo hatte ich eins. Hier. So, ich habe es geschafft aufzumachen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das ist eine sehr dicke Pappe, eine sehr feste Pappe. Und sind Postkarten. Ja, einmal so, einmal so. Und die haben hier, finde ich ganz cool, habe ich so noch nicht gesehen. Die haben hier so eine. Sieht man das? Ich glaube nicht. Hier ist, das ist perforiert. Dann hast du quasi die große zum Verschicken und die kleine zum selber behalten. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und es sind eigentlich ein paar echt coole, cute Artworks dabei. Einfach mal so durchgehen. Dass ihr alles mal was seht. Ne, halt so rum. Das mit der Spiegelung ist gar nicht so einfach. Der ist so rum. Ich lerne es irgendwann. Ich kann ihn gar nicht erkennen, das gehört so rum. Es ist gar nicht so einfach, das über die Cam zu erkennen. So. Das ist aber. Das hat richtig rum? Nee, so rum. Das ist unterschiedlich. Ich bin nicht dumm. Are you sure about that? Das ist im Unterschied eher auf welcher. Oh, was ist dahinter? Oh, das sind. Sind das Sticker? Sind die schon Postkarten? Oh lol. Das sind jede Menge. Teeny tiny Sticker. Ist da noch einer? Oh, sind noch mehr. Ist immer wieder der gleiche, so ein Stickerbogen. Sind das immer wieder die gleichen? Es sieht so aus, als wären da die gleichen. Das sind die gleichen immer. Ich glaube, das sind nochmal die Postkarten oder ein Teil der Postkarten als Sticker. Das sieht man halt absolut gar nicht, weil mir eine Kamera zu scheiße ist dafür. Das wäre vielleicht eine Sache, die man auf Twitch verlosen könnten, weiß ich noch nicht. Oh, ich liege das gleiche drin, das muss ich besorgen. Sind halt echt ein paar coole Bilder dabei.
Das ist super. Das ist ja cute. So. Echt ein paar coole Postkarten. Vielleicht tue ich die Sticker ja irgendwann mal auf Twitch oder so verlosen. Weiß ich nicht. Die sind ja doppelt. Die habe ich dreimal jetzt quasi. Packe ich das erstmal wieder zurück. Oder auch nicht, weil ich es nicht schaffe. Holen wir uns das nächste aus der Tüte. Hier ist irgendwas Großes. Ich glaube, das war das Poster. Das habe ich schon gesehen. Oh, hinter dem Poster ist noch was versteckt. Das habe ich nicht gesehen. Weil das habe ich gesehen tatsächlich. Das mit der Folie ist schwierig. Ich mache das mal auf. Zumal da ist noch irgendwas Kleines dahinter. Irgendwie so Sticker oder irgendwie was. Echt ein cool. Oh, das sind vier Poster. Ja, lol. Ja, das hat ja wirklich gelohnt. Haben wir hier. Einer nach dem Kopf stehenden Gojo. Was ist so? Also mit dem Vertikalen ist nicht so einfach. Oh, echt coole Artworks dabei. Steht leider nicht dabei, wer die gezeichnet hat. Den hat echt coole Artworks. Ob das jetzt von den Mangaka sind oder ob das jemand anders gezeichnet hat. Sind echt coole Bilder dabei. Ich glaube, das hier ist mein Favorite. Der hier. Ich mag halt auch Gojo. Und hier sind halt noch mehr Postkarten oder Sticker oder so eine kleine. Oh, die glänzt richtig. Sieht man das? Ich habe jetzt extra mein Ringlicht ausgemacht, weil das so spiegelt. Hier sind noch mehr Postkarten. Das ist cool. Hab das gehört? Oder gehört das so? Hört so, glaube ich. So macht das mehr Sinn. Glaube, das war die letzte. Ja. Echt coole Sachen dabei. Leg das alles mal vor mich, was wir davon hatten. Was ist das nächste? Ja. Oh, was Festes. Das ist ein süßer Nanami. Er ist ja super putzig. Er ist ja voll cute. Was ist das? Ist das ein Etui? Ich glaube, das ist so ein festes Schlampermäppchen. Machen wir es mal auf und gucken, was drin ist. Vielleicht ist nichts drin. Aber nur ein Mäppchen. Oh, das fühlt sich. Das ist echt grau. Ich dachte, das wäre glatter, weil Plastik. Ja, das ist einfach nur so ein. Diese Stifte reintun. Das ist doch voll knuffig, oder? Das ist super cute. Ich mag halt auch Chibis. Chibis sind cute. Chibi-Nanami. Super cute. Oh, da hinten ist ja halt nochmal als Teenager. Einmal erwachsen und einmal Teenie. Was ist das nächste? Oh, davon hatten wir noch einen. Das sind den hatten wir. Oh, ist halt blöd. Das auch so raus. Das glänzt halt so, das sieht man nicht. Ich glaube, so sieht man das besser. Weil die sind eh schon shiny und hinter der Plastikfolie. Aber das sind auch diese. Die kann man da rausholen, so kleine Karten. Aber ich glaube, ich lasse sie da in dem Bogen drin. Ist nur ein, ja. Ist nur ein Bogen. Dass sie da irgendwo was versteckt ist, wie eben. So als Schutz lege ich es einfach mal oben drauf. Haben wir hier? Ist das weich? Oh, ich habe schon gesehen. Das ist mal eine interessante Maske. Und hier kann ich schlafen. Bin ich vielleicht auch mal schlafen? Oh ne, das geht nicht. Danke. Ich kann ja mal. Machen wir das so. Aber so weiter. Und dass man das so schief ist. Soll irgendwie Decken oder sein oder sowas. Und ein Band. Ich glaube, da fehlt noch was an dem Band. Gibt es irgendwie einen Anhänger oder so? Werden wir sehen. Es gibt aber random nochmal ein blaues Band dazu. Oh, ein Mauspad. Das merkt man gleich an dem. So rum. Ein Mauspad. Ich werde es aber, glaube ich, nicht brauchen. Ich habe halt meine Unterlage schon als Mauspad. Ich brauche mehr wie dieses kleine. Ich brauche so ein richtig großes Mauspad. Immer noch. Oh, das knistert an Button. Ein kleines. Obwohl, das geht mit. Ja, es reflektiert ohne Ende einen kleinen Button. Aber ich habe noch was gesehen. Eine Sache haben wir auf jeden Fall. Ne, zwei haben wir auf jeden Fall. Dann gehen wir beide drauf. Ah, ich denke, hier haben wir den Anhänger. Oh, da hinten ist er drauf. Ich so, hä? Das ist irgendwie für Karten oder so. Da kann man da reintun. Irgendwie ein Perso-Ausweis. Also,
so Identifikationsnummer, so Identifikationszettel oder sowas. Ich würde jetzt nicht unbedingt ein Perso oder eine Kreditkarte oder irgendwas so reintun, was du dir um den Hals hängst. Aber ihr ist doch auch knuffig. Ihr sollte eigentlich nicht knuffig sein, aber ihr ist knuffig. Da ist das Band für, da ist auch dieser der Stift drin. Ja, da kannst du dann halt deinen. Oder deinen Schülerausweis. Hat man das nicht in Japan so einen Schülerausweis? Sowas gibt es hier auf jeden Fall nicht. Oder ich glaube es bei mir nicht. Was ist ein Anhänger? Wo ich hin? Ich bin putzig. Ich glaube, die hänge ich mir an ein Mikrofon dran. Die sind noch abgehauen. Die sollte eigentlich auch nicht festgemacht sein. Aber. Ah, ich sah alles auf. Sind die nicht cute? Sind so viele Cheese drin. Hier meiner. Ist halt schwierig, meine Kamera fokussiert halt nicht. Wenn ich die weiter weg mache, sieht man aber noch. Hänge ich mir hier an meinen Mikrofonständer irgendwo ran. Ist noch was drin? Doch, wir haben hier noch. Na, oh, mir klingelt das. Ein Glöckchen dran. Noch ein Anhänger. Ist aber abgehauen. Ein Gator-Anhänger. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir furchtbar leid, weil ich irgendeinen Namen komplett falsch ausspreche. Was wahrscheinlich sein wird. Ja, da war ein Glöckchen. Und er sieht super niedlich aus. Guckt euch an, wie verdammt niedlich das ist. Und das hat ein Glöckchen dran. Das ist doch super cute. Das ist doch furchtbar niedlich. Wo hänge ich dich hin? Habe ich jetzt erst gesehen. Das ist ein Stern, der Anhänger ist. Also, oder so dran klipst. Ich hänge dich jetzt einfach nochmal mit bei die anderen dazu. Ist ja jetzt doof, dass da mein. Ich habe das jetzt einfach so mal dran gehangen. Ich glaube, ich muss das da nochmal ein bisschen ändern. Zumal da hängen als meine Kopfhörer. Und ich habe eine Sache, habe ich noch. Nee, das sind mehrere. Ich dachte, das wäre ein dickes Lesezeichen. Habe ich gewundert, warum das Lesezeichen so dick ist. Aber es scheinen einfach mehrere zu sein. Die haben sogar verschiedene Motive hinten und vorne. Die sind aber teilweise nicht ganz so gut ausgeschnitten. Wir haben hier. Meine eigenen Soundeffekte. Das ist adorable. Das ist so cute. Das ist eigentlich so. Das hier ist irgendwie ein bisschen langgezogen. Wenn es wahrscheinlich drauf passt. Ein paar coole Artworks sind auch dabei. Hier kommt was Cutes. Oh, das ist auch ein cooler Kontrast. Einmal hier die zwei in cool und einmal in super cute. Das ist ja furchtbar niedlich. Und das. Man sieht halt hier unten und an den manchen Seiten ist nicht super ausgeschnitten. So Lesezeichen oder sowas kann man hier benutzen. So, das war's jetzt hier mit der Jujutsu Kaisen Wundertüte. Wir hatten echt ein paar coole Sachen dabei. Gerade bei den Postern waren halt echt coole Designs drunter. Auch die Postkarten hatten echt tolle Dinger drin. Poster werde ich demnächst bei mir entweder übers Manga-Regal hängen oder über meinen Arbeitsplatz. Ich mache dann auch bestimmt ein paar Fotos für Instagram. Ich will ein bisschen mehr da aktiver sein bei sowas. Ich glaube generell mein Manga-Regal, ich hatte das mal umgebaut. Das habe ich neu noch nicht gezeigt. Glaube ich zumindest, weiß ich nicht. Kann mich auch irren. Ja, das packe ich auf jeden Fall die nächsten Tage mal in Instagram rein. Und ja, ich hatte versprochen, ich habe noch zwei Figuren. Ihr könnt hier mal raten, woher die sind. Aus welchem Anime. Es sind zwei verschiedene Animes. Ich meine, das hier gibt schon einen Hinweis, aus welchem eine sein könnte. Und ja, ich würde sagen, es reicht auch mit dem Raten. Ich habe mir zwei meiner Favorites gekauft. Natürlich, wie soll das anders sein? Ein Gojo musste drunter sein. Und ich habe mir hier einen Hawks noch geholt. Wie gesagt, das sind so meine Favorites, also meine Favorite-Charaktere momentan aus Anime. Und ich konnte es nicht widerstehen, zumal momentan hatte ich halt, ich kann momentan mir Figuren mal leisten. Ich hätte gern viel, viel mehr. Ging aber momentan nicht so schwierig, nicht so leicht, weil, ja. Man lebt von Hand in den Mund und geht nicht, aber durch Aufträge kann ich mir tatsächlich irgendwann mal ein bisschen was finanzieren. Und ich habe es halt in Anime-Merch investiert. Ich habe noch drei weitere Figuren, die habe ich aber nicht auf der Gamescom gekauft. Die habe ich schon ein bisschen länger. Die hatte ich, glaube ich, auf der Dokumio gekauft oder auf der Hanami oder irgendwo hatte ich die mal vor ein paar Jahren gekauft. Wenn euch das interessiert, wollt ihr ein Video über mehr Merchandise haben, was ich habe von Anime? Weil ich so habe, ich habe ein paar Funko Pops, zwei, drei Stück. Ich habe halt noch drei andere Figuren. Und halt so ein bisschen Plüschi-Zeug. Interessiert euch das?
Schreibt mal in die Kommentare, wenn, dann mache ich ein Video. Und für alle, die jetzt bis zum Schluss dran geblieben sind, für euch nochmal extra Footage von den Sachen aufgebaut. In schön, nicht über die Kamera. Ich habe die mit dem Handy aufgenommen. Also dann viel Spaß noch bei B-Roll von Figuren und den Aufstellern. Viel Spaß dabei. We'll be right back.